Hallo erstmal und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, das letzte ist super lange her, ungefähr einen Monat, beziehungsweise das letzte inhaltliche sogar schon über einen Monat. Ja, es war einfach mit Weihnachten und dann gab es so ein paar Dinge, die mich davon abgehalten haben, Videos zu drehen. Ich war irgendwie nicht so in der Stimmung und deswegen gebe ich euch heute ein Update, wie mein Leben gerade so läuft und mit der Schwangerschaft und der Uni und allen möglichen sonstigen Plänen. Viel Spaß! Starten wir einmal mit dem großen Thema Uni. Ich belege ja 5 Kurse dieses Semester, das heißt den regulären Workload von 30 ECTS. 4 Kurse sind auf Soziologie und mein letzter eben in Pädagogik, bevor ich da dann hoffentlich zumindest meinen Masterabschluss kriege. Aber das ist ziemlich sicher, weil da gibt es keine Klausur. Es gibt in keinem Fach dieses Jahr eine Klausur für mich, sondern nur Abgaben, Präsentationen, Hausarbeiten, Essays, also alles Mögliche, aber eben keine Klausuren. Es hat irgendwie den Vorteil, dass ich halt keine Klausuren habe. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie so mega krass auf ein Datum irgendwas hinlernen. Dafür ziehen sich halt Hausarbeiten immer bis, also bei uns bis Ende März. Und 2 davon sind auch noch Partnerarbeiten. Das heißt, da muss man irgendwie mega viel Koordinationsaufwand reinstecken. Und ja, das ist manchmal halt auch nicht so leicht und sehr aufwendig und dauert halt irgendwie immer. Man hat so ein permanentes Stresslevel statt halt einmal 90 Minuten Adrenalin pur, aber danach ist man fertig. Insgesamt muss ich aber sagen, und das möchte ich auch an euch berichten, dass mir die Uni dieses Semester sehr schwer fällt. Also ich schaffe es kaum aus dem Quark zu kommen, obwohl ich ja die letzten 2 Semester fast doppelt so viele ECTS und Kurse belegt habe wie dieses Semester. Ich weiß nicht, irgendwie schaffe es einfach nicht, irgendwie meinen Hintern hochzubekommen und mich so richtig reinzuhängen. Ich glaube, das liegt daran, dass mir die Kurse an sich keinen Spaß machen. Ich habe halt keinen Kurs, wo ich mich so drauf freue, wo ich mir denke so, wow, der ist echt irgendwie cool und ich lerne irgendwie viel und irgendwie das macht richtig Spaß. Und wenn man halt keinen Kurs hat, in dem es der Fall ist, dann ist es halt sehr schwer, irgendwie sich da durchzukämpfen und irgendwie Motivation für die zu finden, die nicht so toll sind. Es ist eigentlich so, dass nur ein Kurs so ein Totalausfall ist. Ich glaube, das liegt am Dozenten, das liegt aber, glaube ich, auch an mir und meinen Begabungen und Talenten und Ausrichtungen. Ich habe aber keine Wahl, ich muss diesen Kurs belegen. Das heißt, ich muss da durch. Aber das ist ganz furchtbar für mich, dieser Kurs. Und da muss ich auch eine Hausarbeit schreiben und das stresst mich ungemein, weil ich einfach nicht weiß, wie ich diese Hausarbeit irgendwie gestalten soll, weil ich so wenig Ahnung von dem Thema habe. Weil das alles so voraussetzungsreich ist, weil ich halt in einem anderen Schwerpunkt bin und von dem hier überhaupt keine Ahnung habe im Endeffekt. Das ist sehr stressig für mich und belastet mich irgendwie so mental sehr. Das war mein Papa am Telefon, der Dinge wissen wollte wegen meiner Hochzeit oder unserer Hochzeit. Dazu komme ich gleich. Ich habe jetzt natürlich voll den Faden verloren, wo ich vorher war mit der Uni. Auf jeden Fall, ich bin unmotiviert, es macht keinen Spaß, ich quäl mich da so durch und ich bin einfach froh, wenn das Semester vorbei ist und ich alle Abgaben dann irgendwann mal Ende März hoffentlich hinter mir habe. Und bis dahin heißt es einfach durchhalten und ja, einfach weitermachen. Es hilft ja nichts. Und diese ganze irgendwie Frustration und irgendwie Lustlosigkeit und Mutlosigkeit und so Traurigkeit, ich würde jetzt nicht sagen depressive Stimmung, also depressiv ist ja irgendwie immer Depression verknüpft und Depressionen sind einfach eine krasse, ernstzunehmende Krankheit. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, also ich bin nicht depressiv, aber so einfach diese Grundstimmung, die zieht sich eigentlich schon seit so Weihnachten durch, also vielleicht schon ein bisschen davor sogar. Also Weihnachten bei meinen Eltern war noch sehr schön, wir sind dann danach zu meinen Schwiegereltern, das hat auch noch so gepasst, wobei ich dann auch schon froh war, dass es ja, wieder nach Hause ging dann, dass wir wieder unsere Ruhe hatten. Wir waren aber auch einfach 2 Wochen weg. Es war einfach auch eine lange Zeit mit vielen Leuten irgendwie. Und ich bin ja da eh nicht so scharf drauf, mich ständig mit vielen Leuten zu umgeben. Und es war da eben der Fall. Deswegen, das heißt, es war einfach sehr anstrengend mit der Schwangerschaft sowieso. Aber seitdem, muss ich sagen, bin ich eigentlich in so einem Dauertief. Und es hängt eben auch damit zusammen, dass mein Verlobter und ich eben heiraten und wir wollten eigentlich im kleinen Kreis von 25 Erwachsenen und 3 Kleinstkindern heiraten. Und Corona
hat uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, es wissen alle, diese Kontaktbeschränkung von 10 Personen macht es halt absolut unmöglich, mit 25 Personen zu feiern. Obwohl es nur im Standesamt ist und so, aber die sind auch ultra streng. Und wir wollten danach eigentlich zu meinen Eltern hoch und da eben so einen schönen Empfang machen mit so Mittagessen, Catering und Torte und so. Und das geht halt alles nicht, weil die Beschränkung halt bei 10 Personen liegt. Und ich ja da nicht einfach 25 Leute einladen kann. Ich möchte ja auch niemanden in irgendwie Bedrängnis bringen, da irgendwas irgendwie Verbotenes, Illegales zu tun. Und wenn man dann erwischt wird, ist es irgendwie mega blöd. Also das kam nicht in Frage. Und das eigentlich Schlimme für mich war eigentlich, dass es selbst in der Gastronomie nicht geht, weil auch dort ist es so, dass man, also da darf man schon mit, also halt auch maximal 10 Leuten an einem Tisch sitzen, aber man darf halt nicht mal in einen eigenen Raum, selbst wenn die Türen offen bleiben und so, sondern man darf halt nichts feiern, was den Anstalt einer geschlossenen Gesellschaft erweckt, selbst wenn man sich an 2G oder sogar 2G plus hält. Ich weiß nicht, ich kann es schlecht nachvollziehen, weil es macht irgendwie für mich keinen Sinn, wenn man mit 100 Leuten eng auf eng im Gastraum sitzt, die man nicht kennt, aber wenn ich mit 25 Verwandten in einem Raum sitze, in den vielleicht eh nur 25 Leute reinpassen, wo ist dann der Unterschied? Das verstehe ich nicht so richtig, aber so sind die Regeln und irgendwie, ja, eine Hochzeit sollte ja schon mal sein, was sehr feierlich ist oder ich möchte meine Hochzeit gerne als etwas Besonderes wahrnehmen. Es muss jetzt keine Riesentantam oder Riesenfete sein, aber ich wollte gerne eben einfach einen schönen festlichen Tag mit meiner Familie und seiner Familie natürlich verbringen. Und es geht aber nicht. In einem Gastraum einfach von der normalen Karte runter essen, während, keine Ahnung, Heinz Gerhard und Hannelore sich über ihre Hämorrhoiden unterhalten am Nachbartisch. Das ist einfach, keine Ahnung, also natürlich übertrieben, aber das ist einfach nichts, also das ist ja eine Hochzeit so. Und daran ist dann nichts Hochzeitliches, wenn man nicht mal einen eigenen, also eigener Raum muss ja nicht sein, aber der Tisch darf dann halt irgendwie auch nicht festlich gedeckt sein und man darf nicht mit irgendwie 10 Leuten, also mit allen an einem Tisch hocken und man darf kein Menü essen und ach, nee, keine Ahnung. Das ist einfach nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, wir mussten das absagen. Jetzt haben wir alle, fast alle unsere Verwandten wieder ausgeladen, was natürlich mich mega schade und einfach super traurig ist. Vor allem, weil unsere Verwandtschaft weit weg wohnt und wir die eh nicht oft sehen. Also meinen Onkel zum Beispiel, den habe ich schon, einen Onkel habe ich schon bestimmt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, bestimmt 2 Jahre oder so, weil wir uns halt immer nur zu Familienfesten und besonderen Anlässen sehen. Und deswegen hatte ich mich auch einfach voll gefreut, die nochmal alle zu sehen. Und das ist jetzt halt einfach alles nicht so. Und ja, keine Ahnung. Das ist einfach super frustrierend. Wir heiraten jetzt trotzdem. Wir machen das trotzdem an dem geplanten Datum. Und wir laden jetzt eben nur unsere engsten Familien, also Eltern und Geschwister ein. Mein Neffe ist natürlich dabei, der zählt ja nicht. Ist ja noch, ist ja gerade mal ein halbes Jahr alt. Und jetzt machen wir das da oben bei meinen Eltern eben mit 10 Personen, dann gehen wir abends eben zu 10 essen und können dann aber eben auch vom Menü essen oder zumindest an einem festlich gedeckten Tisch und so. Wir haben jetzt nochmal nach einem anderen Restaurant geschaut, aber das ist einfach super frustrierend und super schade und super, ja, einfach super blöd, weil wir ja eh nicht viele Leute waren und ich wirklich dachte, mit 25 Leuten wird es ja wohl klappen, aber es hat nicht sollen sein, es ist jetzt so. Ich habe jetzt damit irgendwie so, ja, also mein Frieden geschlossen ist vielleicht ein bisschen sehr optimistisch, aber ja, es ist jetzt wie es ist und ich mache jetzt einfach das Beste draus. Ich habe ein Kleid und es gibt Torte und es gibt was Leckeres zu essen und meine Eltern, meine Schwester, dann mein Mann, seine Eltern, seine Schwester, die sind da und wir feiern jetzt einfach so, wie es eben geht und versuchen einfach das Beste aus dem Tag zu machen. Dann das große Thema, so Schwangerschaft, ja auch langsam Geburt, wie geht's mir damit, wie geht's dem Kind, ist alles in Ordnung? Also erstmal, es ist alles soweit in Ordnung. Mir geht's ganz gut, ich habe nur Rückenschmerzen, die sind fies, aber solange es nur das ist, kann ich mich glaube ich nicht beschweren. Das Kind ist normal entwickelt, ich bin jetzt in der 31. Woche, scheint so eher leicht zu sein, also so normal bis leicht, aber scheint einen riesigen Kopf zu haben, was irgendwie
Also wenn ich mir überlege, dass es ja auch irgendwie rauskommen muss, das Kind, das ist irgendwie, ja, versetzt mich in nicht Panik, aber es, keine Ahnung, verunsichert mich schon sehr, weil es ja auch mein erstes Kind ist und ich eh schon irgendwie mega Respekt vor der Geburt habe. Und wenn ich dann höre, dass mein Kind irgendwie vom Kopfumfang auf der 99. Perzentil liegt, also einfach super groß, und der Kopf 2 Wochen größer ist, als meine Schwangerschaft eigentlich alt ist. Ja, da kriege ich schon ein bisschen Muffensausen, muss ich sagen. Nächste Woche, Anfang nächster Woche, habe ich auch meinen Termin zur Vorstellung in der Geburtsklinik. Das ist so ein Termin, wo man ja hingeht, sich vorstellt mit Mutterpass, Krankenversicherung und so weiter und so fort. Dann spricht man so ein bisschen die Geburt durch, beziehungsweise ja, was man sich eben wünscht. Also zum Beispiel, wenn man gerne eine Wassergeburt machen möchte oder so. Oder so Dinge wie PDA oder Medikamente, ob man gegen irgendwas allergisch ist, ob irgendwelche Risikofaktoren bestehen und so weiter. Und dieser Termin ist eben Anfang nächster Woche. Da bin ich auch gespannt. Also ich glaube, da wird nicht wahnsinnig viel passieren so. Aber da werde ich das auf jeden Fall nochmal ansprechen mit der Größe des Kopfes, weil es mich irgendwie schon sehr umtreibt. Gerade Erstgebärende übertragen ihre Kinder scheinbar auch häufiger mal, also sozusagen über den errechneten Termin hinaus. Und wenn das Kind vom Kopf her eh schon so groß ist und dann womöglich noch länger drin bleibt als eigentlich, also als eigentlich in Anführungsstriche gedacht, obwohl es dann immer noch alles termingerecht ist und so weiter. Keine Ahnung. Mich verunsichert es einfach irgendwie und das treibt mich irgendwie so um. Ich mache mir da schon Gedanken, so Geburtsverletzungen und ob das dann zum Geburtsstillstand kommt und über Kaiserschnitt und so weiter. Deswegen möchte ich das da auf jeden Fall ansprechen und mal hören, was die sagen. Wobei ich von der Klinik weiß, dass sie sehr kaiserschnittavers sind. Also die führen jetzt keinen Kaiserschnitt durch, nur weil man sich das gerne wünscht. Also es gibt ja auch das. Frauen einfach sagen, ja, sie möchten keine vaginale Geburt haben, sondern lieber einen Kaiserschnitt. Einige Kliniken sind dann so, gut, machen wir, was halt besser planbar für die ist und ihnen mehr Geld bringt. Aber die Klinik, wo ich hingehe, ist da eben, ja, die versucht eben sehr auf die natürliche oder spontane Geburt eben hinzuwirken, was ich auch gut finde, aber ja, keine Ahnung. Das stresst mich so ein bisschen, wie man vielleicht auch merkt. Ansonsten, was steht so an? Unsere Mitbewohnerin zieht aus. Das ist so geplant gewesen, beziehungsweise steht schon länger fest, dass die eben zum 1.2. auszieht, damit wir dann eben die Wohnung als kleine Familie für uns haben. Das ist irgendwie traurig, weil wir uns wirklich sehr gut verstehen und ja, es passt einfach so. Die Stimmung ist gut und so und ja. Andererseits ist es natürlich mit Kind einfach. In der WG zu wohnen, kam für uns nicht in Frage. Deswegen ist es auch irgendwie gut, dass sie jetzt dann auszieht, damit wir auch unser Zeug umlagern, umbauen können, dass wir die Wickelkommode mal aufbauen können, einfach ein bisschen mehr Platz haben für all das Zeug, was jetzt irgendwie in die Wohnung dazukommt. Trotzdem ist es natürlich auch so, dass wir dann das erste Mal als Paar zu zweit wohnen. Also nicht lange, weil dann kommt ja irgendwann das Kind. Ich bin gespannt, aber ich bin alles in allem guter Dinge und ich freue mich eher drauf, muss ich sagen. Und ich werde dann einfach mal so berichten, wie es ist, wenn sie dann ausgezogen ist. Das muss ich ja dann auch erst alles einspielen und so. Aber ich werde es dann auf jeden Fall mal erzählen. Ansonsten kann ich euch nichts garantieren, was zukünftige Videos hier angeht. Ich habe gesehen, dass mein letzter Vlog sehr gut ankam. Vielleicht drehe ich mal wieder ein. Die sind immer sehr schnittintensiv, sehr zeitintensiv. Ja, mache ich vielleicht trotzdem mal. Und dann gibt es vielleicht auch noch Updates, noch mehr Updates zur Schwangerschaft, irgendwie mit Studium und Kind und Job und Elternzeit und finanziell und Krankenkasse. Da gibt es auch einiges, was mich sehr beschäftigt hat, weil es sehr kompliziert war oder ist und irgendwie anstrengend. Jo, erzähle ich aber vielleicht mal in einem anderen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid nicht so frustriert und irgendwie down wie ich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.